Hi, ich bin Martin Fischer und ich zeige euch heute, wie man Girl, You Know It's True von Milli Vanilli in 5 anderen Styles macht. Am 21. Dezember kommt der Film Girl, You Know It's True ins Kino und zeigt die unglaubliche Geschichte hinter Milli Vanilli, die sich erst Empire Bizarre genannt haben. Was da alles gut gegangen ist und was alles schief gegangen ist unter der Ägide von Produzent Frank Farian, wird man in diesem Film eindrucksvoll sehen können. Und wir schauen mal ganz schnell hinein. Die ganze Welt redet von den beiden. Die beiden sind nicht zu stoppen. Internationalen Phänomen. Sie verkaufen Millionen von Platten. Sind das ihre echten Haare? Hier sind Milli Vanilli. Tänzer, die nicht mal singen können. Die Playback-Betrüger. Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Vanilli? Bist du sicher mit dem Namen? Das klingt total dämlich. Das ist der geilste Name der Welt! Also da habe ich schon Bock, mir das anzupfeifen im Kino. Was? Reinzupfeifen, wollte ich sagen. Apropos Pfeifen, starten wir doch direkt mal mit der ersten Kategorie. Girl, you know it's true. Kategorie, dem ersten Stil, wollte ich sagen. Ja, die Sex Pistols sind heute mal dran. Ich dachte, was passt am wenigsten zu Milli Vanilli? Klar, Punk. Von daher starten wir doch direkt mal mit einem Haufen Gitarren. 4 Stück an der Zahl, im Übrigen. So, das war's mit Krach. Nee, Quatsch. Der Krach fängt gerade erst an! So, ich brauche jetzt einen Bass mit Pick, übrigens. Und jetzt wird es wieder laut, ich spiele Schlagzeug. Boah, die Öhrchen klingeln immer noch. Aber das sind alle 3 Zutaten und jetzt kommt Gesang. Für den Gesang nehme ich jetzt natürlich den kleinen Freund hier. Das M88. Girl, you know it's true. Ooh, I love you. Oi, oi, wir bleiben in England. Weiter geht's mit. Girl, you know it's true. Ja, es wird Zeit für Wumms. Und dafür nehme ich jetzt erstmal Schlagzeug auf. Ganz im Sinne von Last Christmas. Ja, so ähnlich. Aber ich habe es eigentlich schon genailed. So, als nächstes nehmen wir ein Keyboard her, nämlich den Juno. Wir holen uns daraus einen String-Sound. Boah, ist das geil. Ich bin schon wieder voll im Modus. Für den Bass nehme ich mal einen Mini-Moog. So, jetzt holen wir uns noch aus dem DX7 diesen lustigen Bell-Sound. Ich benutze dafür jetzt einfach so ein E-Piano. Ich habe keinen Bell-Sound gefunden. Das ist fett, ey! I love it! Okay, jetzt stellt sich meine schönste George Michael-Stimme auf. Ach so! Wir haben das Wichtigste noch nicht. Die Schlittenschellen. Das wird super. Na denn? Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Yes, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Nach diesen verträumten Klängen werden wir uns ein bisschen hochpetern wieder. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Tempo. Boah, ist das schon schnell, ey. Das ist egal, ob es jetzt irgendwie 155, 157 ist. Grundlage 1. Jetzt nach der Kick brauchen wir auf jeden Fall hier, ich glaube,
keine Snare, sondern eher so Clap. Es klingt einfach absurd schnell, weil es das ist. So, ganz knappe Hi-Hat hinterher. Bass, weiß ich nicht. Was benutzen denn die Kids heute so? Nehmen wir doch mal so ein. Ja, dann gucken wir mal, was hier... Mit einem anderen Sound, ist logisch. Wir sind hier nicht bei Venga Boys. Man könnte ja starten mit gefiltert. Und dann später. Ja geil, das, mehr brauchst du doch nicht. Dann mache ich hier eine kleine Automation und dann vielleicht noch einen Fill mit den Drums und dann war's das schon. Dann ist das die ganze Soße. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Yes, you know it's true. Das ist ein gutes Tempo, das behalten wir bei. Ach, ich weiß schon, wie das werden soll. Ich mache am besten irgendwie so eine Jerry Reed, Chet Atkins Nummer draus. Das wird super. Und zwar so richtig schön so. Also wenn ich es könnte, dann würde ich es euch jetzt vorspielen. Deswegen mache ich es jetzt in Einzelteilen. So ungefähr. Und jetzt kommt da so eine... So eine Gitarre kommt da jetzt dazu. Darüber müsst ihr jetzt... Ich liebe das ja, wie sich das zusammensetzt. Und dann muss jetzt noch irgendwie so einfach nur stumpf der Offbeat. Schlagzeug, jetzt werden wir wieder laut. Beziehungsweise, nee, eigentlich gar nicht so laut. Und jetzt kommt die beste Stelle, die kommt nämlich immer dann, wenn der Bass dazu kommt. Ich liebe es, wenn es sich zusammenfügt. Und darüber singe ich jetzt dreistimmig. Girl, you know it's true. Yes, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Girl, you know it's true. My love is for you. Girl, you know it's true. My love is for you. Und als nächstes was Cooles. Oder mal so irgendwie so Something About Us mäßig. Hat auch einen geilen Vocoder-Sound als Vocals. Naja dann. Holen wir uns doch jetzt mal ein schönes E-Piano. Dann holen wir uns doch jetzt mal einen Bass, wa? Fällt mir auf, ich habe etwas vergessen. Man merkt direkt. Dann kommt jetzt hier dieses Klavinett. So, Gitarre jetzt. Mit Phaser. Und nun der Gesang aus der Platine. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Yes, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Girl, you know it's true. You know.
Ja, das waren 5 Styles von Girl, You Know It's True. Da ist ja bestimmt einiges schiefgegangen bei, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ja doch. Am Ende gibt es noch ein paar Outtakes für euch. Geht auf jeden Fall in Girl, You Know It's True am 21. Dezember ins Kino. Abonniert jetzt den Kanal, liked das Video und schreibt in die Kommentare, welcher Style hier eurer Meinung nach gefehlt hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! George Michael, britischer Sänger. Also, du wirst jetzt nichts hören. Außer mich. Und meinen engelsgleichen Gesang. Da war eine Menge von der Sriracha dabei. Und jetzt kommt die beste Stelle, die ist ja nämlich immer. Abonniert jetzt den Kanal. Schleicht. Ich will doch diesen Take einfach nur machen.